Grüezi miteinander. Es freut mich sehr, ich darf zusammen mit meinem Kollegen Paolo Ihnen in den nächsten 30 Minuten neue Features in BC Studio zeigen. Eigentlich alle Features, die wir in Studio erweitert haben, folgen der Vision von Studio, mit Studio schöne Geschichten zu erzählen. Und viele der Features, die wir gebaut haben, sind auch aus Anforderungen entstanden, die wir aus Projekten, die wir mit Ihnen bereits machen durften, mitgenommen haben. Fangen wir mit Flavors an. Wenn ich in Studio neu eine Story erstelle, dann kann ich auswählen, von welchem Flavor diese Story ist. Hier haben wir eine Auswahl von verschiedenen Flavors. Also ich mache Stories für Newsletter, um Events zu organisieren, Umfragen zu machen, NPS oder auch Inquiries. Ich habe Flavors für Onboarding-Stories, aber auch administrative Themen, Prozesse digitalisieren, Backoffice-Stories, Monitoring, aber auch Internet of Things. Zum Beispiel eine Story, die mit einem Connected Car kommunizieren kann. Die Flavors machen mir auch die Story-Erstellung sehr einfach. Ich habe hier zum Beispiel ein Event. Und passend zum Flavor werden wir entsprechende Muster angezeigt, die zu diesem Flavor passen. Wir haben hier zum Beispiel den Breakfast-Event. Das ist eine Eventreihe, die wir jetzt, glaube ich, schon gut seit 2 Monaten regelmäßig an unseren Standorten machen. Und um diesen zu organisieren, klicke ich hier einfach auf das entsprechende Muster und kann jetzt hier Einstellungen machen für die entsprechende Story. Das machen wir neu mit diesen Flavor-Feldern. Das ist jetzt zum Beispiel der Breakfast-Event vom November. Und jetzt habe ich hier weiter unten die Möglichkeit, nehme ich nicht alles mit, dann halt so, dem Event einen Namen zu geben, der heißt gleich wie die Story. Habe dann hier die Möglichkeit, Interessen auszuwählen. Nach diesen Interessen möchte ich dann Teilnehmer in die Story selektieren, die auch eine Einladung erhalten. Ich kann ein Kontingent festlegen, da hat es Platz zum Beispiel für 25 Teilnehmer. Lege auch das Eventdatum fest, das ist dann der 19. November. Natürlich auch ein Anmeldeschluss, das ist dann der 18. Und das findet bei BSI in Zürich statt. Das speichere ich jetzt ab. Die Story wird mir aus dem Muster generiert und alle Einstellungen, die ich gemacht habe, sind bereits in die Story drin. Das heißt, was ich jetzt noch machen muss, ist die Story live zu schalten, bestätige hier die Live-Schaltung, führe die Story aus und schicke die Einladungen aus. Das war's schon. Also es wird sehr viel einfacher mit Flavors Stories zu erstellen und ist auch sehr praktisch für den Fall, wo man wiederkehrende Muster hat für Stories, die mir wieder vorkommen, aber auch für dezentrale Kampagnen, wo man so Stories vorbereitet als Muster und dann an eine dezentrale Stelle weitergibt, die so Stories dann sehr schnell und einfach erstellen können. Schauen wir uns noch eine Story an, wo es etwas Daten drin hat. Ich habe hier den Breakfast-Event vom September. Öffne den mal. Was Sie hier sehen, neu in der 360-Grad-Sicht von einer Story sind die KPIs. Ich sehe jetzt hier, dass da 32 Einladungen rausgegangen sind, sehe die Anmelderate, auch wie viele dann sich angemeldet haben, aber dann doch nicht erschienen sind und auch die Feedbackrate. Die 360-Grad-Sicht von Studio haben wir generell noch erweitert. Wir zeigen mehr Details in den Kacheln an, sodass ich in dieser Sicht auch viel schneller noch zu meinen Informationen komme. Ich gehe mal hier zu einem Teilnehmer, nehme mir da jemanden zur Auswahl, ja, vielleicht da den Herrn Tischer. Sehe hier seine persönlichen Daten, der hat sich angemeldet, ist auch aufgetaucht, hat uns für den Event sehr gutes Feedback gegeben. Und wir sehen hier weitere Details oder Erweiterungen, die wir an diesen Kachelsichten gemacht haben. Alle Kacheln, die ein Objekt generieren, geben mir jetzt auch die Möglichkeit, direkt über diesen Link auf dieses Objekt zuzugreifen. Das gilt auch für CRM-Objekte, zum Beispiel diese Aufgabe, die generiert wurde, um da eine Nachverfolgung vorzunehmen, kann ich hier anklicken und springe hier direkt ins CRM ab, kann die Aufgabe hier auch bearbeiten, als erledigt markieren, speichere das und kann direkt wieder in die Kachelsicht
zurückspringen. Was wir hier auch noch erweitert haben, ist diese Flow-Sicht. Ich mache das vielleicht noch kurz etwas kleiner. Hier können wir jetzt auch den Ablauf eines einzelnen Teilnehmers grafisch darstellen. Das heißt, der Herr Tischer hier ist da in der Story durchgelaufen, wo der Pfad entsprechend dicker markiert ist. Das heißt, ich sehe hier nur noch einen einzelnen Pfad. Flavors machen die Story-Erstellung nicht nur einfacher, sondern sie machen Stories auch vergleichbar. Dazu haben wir hier diesen neuen Node eingeführt in der Navigation, wo ich mir jetzt sämtliche Stories zu einem Flavor einsehen kann. Gehen wir hier vielleicht noch mal kurz zu diesem Event. Hier sehe ich die drei Events, die bereits stattgefunden haben und da, wo ich erst die Einladung rausgeschickt habe, und kann die Stories hier sehr gut und einfach vergleichen, auch zum Beispiel für Newsletters. Das sind natürlich andere KPIs, auch farblich hinterlegt. Hier sehe ich zum Beispiel beim Juli, da war plötzlich eine sehr tiefe Klickrate mit dem Newsletter, war irgendwie also etwas nicht ganz stimmig zu den anderen Themen. All die Flavors, die Sie hier sehen, kommen mit der Installation von BSD Studio mit. Sie sind aber alle konfigurierbar, das heißt, können nach Belieben angepasst oder auch um weitere Flavors erweitert werden. Das ist alles in den Flavors mit drin. Wir haben auch Erweiterungen am Content Editor gemacht. Beim Content Editor haben wir hier vor allem die Features um die Vorschau und die Bearbeitung vereinfacht und verbessert. Ich kann hier ja die Vorschau anzeigen, habe hier einen Halloween-Newsletter mit zwei unterschiedlichen Contents, bedingten Content. Und ich kann hier über die Platzhaltersteuerung ja zum Beispiel die Briefanrede anpassen, lieber Urs, und mir das hier im Content auch gleich anzeigen lassen. Was wir hier jetzt neu erweitert haben, ist, dass ich auch für bedingten Content steuern kann, ob ich den in der Vorschau sehen möchte. Ich kann zum Beispiel mir nur den grünen Kürbis hier unten anzeigen lassen und so viel besser mit der Vorschau arbeiten. Auch die Möglichkeit, mir diesen Content direkt kann hier das Postfach auswählen, über welches versendet werden soll, und das E-Mail bzw. der Newsletter ist jetzt in dieser Konfiguration in meinem Postfach unterwegs, sodass ich das in Outlook oder auch auf meinem Mobiltelefon gleich ansehen und anpassen kann. Auch für Landingpages bieten wir dieses Feature an. Ich habe hier eine Landingpage und kann hier die Vorschau direkt starten. Wir zeigen hier einen QR-Code an. Das macht es mir sehr einfach, wenn ich es gleich auf dem Handy ansehen möchte. Ich muss nur den QR-Code abscannen, kann das dann auf meinem Handy-Display einsehen oder öffne mir das in einem separaten Fenster und kann jetzt hier diesen Content einsehen. Der ist responsive. Sie sehen das, je nach Auflösung ändern da das Layouting. Da springt es um. Das sind die Themen, die wir hier im Content auch erweitert haben. Content unterstützt neu auch Flex-Layout und es ist möglich, Content-Elemente beliebig tief zu verschachteln. Das gibt uns im Rahmen von Designs einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten, um Content zu gestalten. Wir haben weitere Content-Typen gemacht. Ich habe hier eine Story, wo ich das zeigen kann. Vielleicht die Story kurz erklärt. Die Story macht hier Folgendes. Ich habe hier, wird ein Kundenbesuch vereinbart und für den Kundenbesuch wird dem Kunden jetzt ein Dokument gesendet, per Mail vorbefüllt. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Das ist ein Antragsformular für eine Versicherung. Ich kann den Kunden hier auch öffnen. Und das ist jetzt ein PDF-Formular. Sie kennen diese Funktion von PDF, ja, die lassen es zu, dass man da Formularfelder einbauen kann und diese dann auch editieren kann. Das kann jetzt Studio auch. Wir haben hier Formularfelder drin. Und Studio kann jetzt diese Formularfelder mit dem Picker befüllen, so dynamisch Kundendaten in diese Dokumente mit einfließen lassen. Wir können auch virtuelle Visitenkarten generieren. Hier zum Beispiel die Visitenkarte von Vicky Valetti mit ihrer Geschäftsadresse, die wir auch hier generieren und dann später
in die E-Mail mitschicken. Und wir haben iCall, das heißt Termine, die wir jetzt auch generieren und an eine E-Mail mitschicken können, wo die üblichen Felder da vorhanden sind, wer das organisiert hat, wo der Termin stattfindet. Und natürlich auch hier aus der Terminvereinbarung heraus der dynamische Wert, ob das ganztägig ist und auch mit entsprechender Erinnerung. All das machen wir über diesen neuen Step Download in der E-Mail verfügbar. Das heißt, ich habe hier eine E-Mail, die bereits verschickt wurde, kann mir die anzeigen lassen. Die ging an den Adrian Bigolin. Da sind jetzt wieder bei diesen Kacheln. Und ich kann mir jetzt diese E-Mail, die versendet wurde, hier direkt anzeigen lassen. Ich öffne die Mail hier, dann sollte der Outlook aufgehen. So. Und all diese Dokumente, die jetzt da generiert wurden, die sind jetzt in dieser E-Mail vorhanden. Das heißt, ich habe hier das Antragsformular, kann das kurz öffnen. Das ist das PDF-Dokument jetzt, das hier mit den Daten von Adrian Bigolin vorbefüllt ist. Das sind editierbare Felder und er kann hier auswählen, welche Leistung er konsumieren möchte, druckt das aus, ist schon vorbefüllt. Und ja, er muss das halt ausdrucken, manchmal braucht es halt noch Papier, wenn eine Unterschrift drauf muss. Ich öffne die Mail nochmal, ich möchte nämlich noch kurz den Termin zeigen hier. Gleicher Fall, ich habe den Termin, kann den hier downloaden und das wird mir wie üblich halt direkt angezeigt, ich kann das direkt in meinem Terminkalender dann über Bestätigung speichern. Ja, neben Content und Flavor haben wir auch an Funktionen gearbeitet, die ein bisschen weniger sichtbar sind, aber nicht weniger wichtig. Ein erstes Thema, das ich Ihnen gerne zeigen möchte, sind Berechtigungen. Wir sehen hier Vicky Valetti, die ist Marketingleiterin bei Volta, die darf alle Stories sehen, hat einen kompletten Überblick über alles, was im Studio läuft. Aber sie hat auch kleinere Teams, die nur gewisse Einheiten verantworten, zum Beispiel den Thomas. Wir wechseln jetzt zum Thomas. Er ist im Service-Team von Volta, kümmert sich um Service-Sachen. Und wenn er ins Studio einloggt und ins Storyboard geht, dann sieht er nur seine eigenen Stories. In diesem Fall jetzt eine Umfrage, die er gemacht hat. Er sieht auch nur Mediathek-Einträge, die er hochgeladen hat, sieht nur seinen Content, sieht aber beispielsweise alle Designs, die im Studio verfügbar sind, kann diese verwenden, darf sie aber nicht anpassen. All diese Funktionen sind komplett konfigurierbar, wie man es auch vom CRM, von anderen Entitäten her kennt, haben wir das so gebaut, dass man für Design, Content, Mediathek, Stories komplett selber Regeln festlegen kann, wer darf was sehen, darf es ein Team sehen, darf es nur eine einzelne Person sehen, darf man nur seine eigenen Sachen sehen, darf man die sehen von einer Organisationseinheit, von der ganzen Firma, von einem Bestand. Immer so, wie man es gerne haben möchte und wie es fachlich in die Organisation reinpasst. Das Ganze geht auch über zu den Flavors. Wenn Thomas sich die Flavors anschaut von seiner Story, dann sieht er bei der MPS-Story sieht er seine KPIs, die er definiert hat. Wenn er jetzt aber schauen möchte, welche Events laufen, dann darf er die Sachen nicht sehen, weil er nicht in derselben Abteilung hinterlegt ist. Das Ganze ist einerseits für die Sichtbarkeit, es geht aber noch viel weiter. Wir können auch einzelne Funktionen mit Rollen und Usern berechtigen. Damit kann man beispielsweise auch einen einfachen Freigabeprozess etablieren. Man kann sagen, man hat ein Team, die dürfen Stories machen, dürfen Entwürfe machen, dürfen diese testen, dürfen sie feinschleifen, ausprobieren. Aber jemand, beispielsweise ein Teamleiter, hat dann die Funktion, dass er die Story live schalten darf. Und ein normaler Mitarbeiter darf das nicht. Somit können wir sagen, jetzt muss jemand anschauen, prüfen und darf sie dann live schalten. Wir haben andere Funktionen eingebaut, die ein bisschen im Hintergrund von Studio arbeiten. Ich möchte Ihnen hier die E-Mail-Blacklist zeigen. Wenn wir mit Studio größere Mengen von Mails versenden, dann tun wir das in der Regel mit White-Mailern. Das sind Firmen, die sich spezialisiert darauf haben, große Mengen an Mails zu versenden. Und die sind sehr darauf bedacht, ihre Reputation zu halten. Das heißt, keinen Spam zu versenden. Und für das zwingen sie uns als Studio, dass wir möglichst eine hohe Adressqualität haben, möglichst wenige Bounces verursachen.
Und damit man sich nicht um dieses Thema in jeder einzelnen Story wieder kümmern muss, haben wir das zentral in Studio eingebaut, dass es eine Blacklist gibt, die zählt Anzahl Bounces, die wir haben auf E-Mail-Adressen, und man kann konfigurieren, nach wie vielen Bounces die Adresse von Studio nicht mehr aktiv angeschrieben werden soll. Also auch wenn eine Story dann versucht, diese Adresse anzuschreiben, dann bounce sie direkt, ohne dass wir sie effektiv nochmal anschreiben. Und man kann hier dann als Administrator auch reingehen und anschauen, wie das aussieht. Wir sehen hier, für diese Adresse haben wir dreimal gebounced, dann wurde sie gesperrt. Und manuell mit entsprechender Berechtigung kann man diese Kunden bei guten Gründen wieder entsperren. Ansonsten werden sie von Studio nicht mehr angeschrieben. Wir gehen zurück zur Event Story, zu den Teilnehmern. Für die Teilnehmersicht haben wir auch ein paar kleine nette Funktionen gebaut. Häufiges Thema, wir versenden eine E-Mail, die Leute können sich an- und abmelden. Und jemand ruft mich an und sagt, ja, ich habe mich zwar angemeldet, aber es passt irgendwie doch nicht, ich möchte mich wieder abmelden. Und ohne dass ich jetzt in die Story reingehen kann, kann ich als Marketeer jetzt einfach hier auf dem Teilnehmer sagen, ich möchte die Properties bearbeiten von diesem Teilnehmer, kann sagen, angemeldet, komm doch nicht, wird direkt so im System vermerkt, ohne dass ich in die Story reingehen muss. Das geht für alle Attribute, die wir auf der Story definiert haben. Das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Wenn ich zum Beispiel eine Person habe, die sagt, sie hat das Mail nicht erhalten, sie hätte gerne nochmal ein Mail von mir, dann kann ich mir hier das Protokoll anzeigen und sehe, die Person, die hat, wurde anhand von ihrem Interesse für das Sommerfest vorgesehen, hat eine E-Mail erhalten. Wenn ich das nochmal senden möchte, kann ich hier auf dem Schritt sagen, Teilnehmer hier nochmal fortführen und schwupp wird nochmal ein Mail versendet. Wenn wir zurück zur 360 Grad sich gehen, sehen wir auch hier, die Person hat jetzt ein zweites Mail erhalten. Ich kann nicht nur fortsetzen, ich kann natürlich das Protokoll auch löschen. Ich kann jetzt sagen, die erste Mail, die will ich nicht mehr haben. Kann ich löschen, Protokoll wieder aufgeräumt. Und hier sehen wir, es ist nur eine Mail versandt worden. Das sind sehr tiefgreifende Funktionen und man hofft immer, man braucht sie nie. Aber wenn man mal in der Lage ist oder wenn man in diesen Fall reinkommt, dann ist man natürlich sehr froh, wenn man solche Möglichkeiten hat, um ohne die Story anpassen zu müssen, einfach schnell mit einzelnen Teilnehmern zu interagieren. Es gibt noch mehr. Ich habe vorher gesagt, wir versenden sehr viele E-Mails über Whitemailer. Da kann es immer wieder mal sein, dass so ein Whitemailer nicht erreichbar ist. Was wir für den E-Mail-Schritt und auch für andere Schritte, die auf Services angewiesen sind, gebaut haben, ist ein automatischer Retry. Das heißt, Studio versucht, in regelmäßigen Abständen, mit größer werdenden Abständen, Sachen, die er nicht geschafft hat, zu versenden, zu wiederholen, ohne dass da ein Admin direkt eingreifen muss. Das heißt, wir versuchen eigentlich, dass das Studio sich möglichst schnell und möglichst gut selbst heilt. Und erst wenn es mehrmals nicht funktioniert, diese E-Mail zu senden, dann muss ein Admin sich das Ganze anschauen. Das ist ein Retry, den gibt es neu für den E-Mail-Schritt, ist aber auch für alle anderen Schritte verwendbar, die Services aufrufen. Über diesen unscheinbaren Knopf sind Sie sicher schon gestolpert, importieren. Hier können Sie vorgängig exportierte Stories, Content und Designs wieder importieren. Und mittlerweile haben wir unterschiedliche Versionen von Studio im Einsatz. Und was sich hinter diesem Importdialog versteckt, ist eigentlich eine automatische Datenmigration. Studio ist komplett rückwärtskompatibel gehalten. Das heißt, Sie können Stories, die Sie früher irgendwann exportiert haben, aus Ihrem System auf ein neues System importieren. Und dieser Importer, der kümmert sich komplett on the fly, ohne dass Sie irgendwas dafür machen müssen, darum, dass die Daten, die Sie importieren, konvertiert werden in die neueste Version und ins System eingespielt werden können. Sie müssen sich da quasi um nichts kümmern, wird alles vollautomatisch gemacht. Und auch erst beim Import. Schauen wir uns eine Story an, die eher im Bereich Backoffice angesiedelt ist. Da geht es um Datenanalyse, Datenbereinigung. Das sind typischerweise Sachen, die etwas länger dauern. Die gehen über alle Kundendaten, suchen in diesem Fall jetzt Duplikate in den Kundendaten. Wenn ich das laufen lasse, dann sieht man hier neu, dass der Schritt visualisiert, wenn er gerade etwas am Erledigen ist. Ich kann hier auch die Analytik einblenden und sieht man, dass sie am Laufen sind. Da drüben blinkt es rot. Die Story sagt mir, ich bin am Arbeiten. Ich kann aber frisch, fröhlich weiter konfigurieren, weitere Steps reinziehen und Studio arbeitet im Hintergrund für mich. Ich zeige das noch einmal.
Es geht ein bisschen schnell, wir haben nicht so viele Daten auf diesem System. Such nochmal, wenn ich hier auf diesen roten Knopf drücke, dann kann ich auch mir anzeigen lassen, ja, was tut denn Studio momentan für mich? Wird alles schön angezeigt, ich kann aber alles konfigurieren, was ich möchte, bin nicht blockiert. Ich kriege einfach eine Info, wenn es fertig gelaufen ist, dann blinkt es kurz grün und dann weiß ich, Studio ist fertig, ich kann wieder ausführen und sonst aber ganz normal weiterarbeiten. Ich habe jetzt hier Dubletten gesucht im kompletten Kundenbestand von diesem System. Schauen wir kurz an, was er gefunden hat. Er hat 3 gefunden. Jetzt können wir schnell den Hans Schröder suchen. Und in der Tat haben wir den Hans Schröder hier 2-mal im System drin, könnten wir jetzt zusammenlegen und diese Dublette bereinigen. Wenn wir die Story anschauen, habe ich das aber an unser Backoffice delegiert, indem ich ihnen einen GV eingestellt habe, dass sie diese Dublette bereinigen sollten. Zurück ins Marketing. Hier habe ich noch einen neuen Schritt, den ich Ihnen gerne zeigen möchte, und zwar den Teilnehmer-Finden-Schritt. Diesen Schritt haben wir sehr intensiv auch für dieses User-Group-Meeting verwendet. Jedes Mal, wenn Sie irgendwo Ihren Code, den Sie erhalten haben auf dem Badge, eingegeben haben, dann kommt dieser Schritt hier zum Einsatz. Und zwar ist es folgendermaßen, typischerweise bei einer Event-Story hat man eine Einladung, also man lädt die Leute ein, hat personalisierte E-Mails, wo sich die Leute anmelden, Angaben machen zu ihrer Teilnahme. Und später am Event hat man irgendwelche Webseiten, wo die Leute sich quasi das unpersönlich aufrufen und einfach ihren Code eingeben. Und dieser Schritt hilft mir, in einer Story einen bestehenden Teilnehmer zu finden. Ich kann diesem Schritt sagen, such mir in dieser Story einen Teilnehmer, wo der Code dem entspricht, was ich auf der Webseite eingegeben habe. Und wenn ich einen solchen Teilnehmer finde, dann lass mich die Teilnehmer zusammenführen und zusammen fortsetzen. Das heißt, ich kann hier über eine Webseite reinkommen, finde den Teilnehmer und finde den bestehenden, wechsle in die bestehenden Daten und kann so einem Kunden das Angebot machen, dass er seine Anmeldedaten für den Event ändern kann, auch wenn er seinen personalisierten Link nicht mehr hat und nur noch seinen Code oder vielleicht seinen Namen hat. Das ist auch ein typisches Beispiel, das man häufig bei Flugbuchungen sieht. Da hat man so einen 6-stelligen Buchungscode und einen Namen und mit dem kann man sich überall her einloggen ohne personalisierten Link und kriegt Zugriff auf seine Daten. Wenn ich den Teilnehmer nicht finde, gibt es einen separaten Ausgang nicht gefunden, kann hier eine Nachanmeldeseite nachschalten und dann die Leute wieder auf die angemeldete Seite umleiten. Ja, wir haben viele neue Steps gebaut und diese auch erweitert. Ich möchte Ihnen noch ein paar weitere Beispiele zeigen. Der Kunde finden, der läuft diese, also heute und morgen läuft der ganz intensiv, der ist sehr spannend. Hier vielleicht eher ein paar auf den ersten Blick unscheinbare Steps gemäß Werteliste anpassen. Hier habe ich einen Step, wo ich für Scoring einen Wert gemäß einem bevorzugten Kanal zum Beispiel anpassen kann. Hier habe ich Besuch, das gibt 20 Punkte, Brief gibt 30 Punkte, Chat zieht 20 ab. Kann ich so konfigurieren, um Scores zu berechnen. Das Gleiche kann ich machen für Bereiche, für Zahlenbereiche. Wenn ich zum Beispiel bewerten möchte, wie oft Kommunikation stattgefunden habe und Scores danach zu verteilen. Gleiches können wir auch für beliebige Kriterien. Wir haben auch so einen Matrixentscheid, wo ich eine Matrix aufspannen kann und in der einen Achse ein Kriterium nach einer Liste zum Beispiel bewerten möchte und auf der anderen Achse nach einem Bereich für Kommunikation wieder und bevorzugten Kanal. Lege dann hier fest, welche Ausgänge ich in diesem Step haben möchte und in der aufgespannten Matrix kann ich jetzt definieren, welche Zellen hier in dieser Matrix für mich sehr interessant sind, welche einfach interessant sind, welche gar nicht bearbeiten möchte. So machen wir Lead- oder Scoring-Stories, die kann zum Beispiel so aussehen. Zoom da kurz raus. Ich habe hier einen Profilscore und einen Verhaltensscore, den ich abhängig von verschiedenen Kriterien jetzt berechnen kann, abhängig zum Beispiel beim Profil, von welcher Branche der Kunde ist, wie groß er ist oder wie bereits das Netzwerk da etabliert ist. Ähnlich bei dem Verhaltensscore und das dann hier in einer entsprechenden Entscheidungsmatrix entscheide.
Jetzt die ganz gut aufgepasst haben, haben festgestellt, dass ich die Steps, die ich gerade vorhin gezeigt habe, in dieser Story gar nicht angewendet habe. Das ist korrekt, weil wenn ich diese Steps dann für genau diesen Use Case anwenden würde, sieht die Story nämlich nur noch so aus. Das heißt, auch dafür haben wir Steps gebaut. Wir haben bereits Projekte mit ihnen machen dürfen, wo sehr große Stories entstanden sind. Und auch dafür bauen wir Steps, dass diese Stories einfach und verständlich bleiben. Wir haben viele weitere Steps gebaut. Hier nochmal eine Auswahl. Den Teilnehmer finden haben wir gerade gesehen, aber auch weitere Steps, um storyübergreifend Daten verarbeiten zu können. Ich kann zum Beispiel Daten aus einer anderen Story abholen für einen bestehenden Teilnehmer oder auch einfach prüfen. Zum Beispiel prüfe ich in dieser Story, ob der Teilnehmer mit dem Code 1234 zum Beispiel in der Anmeldestory überhaupt angemeldet ist. Ich kann hier also übergreifend arbeiten. Ich habe Steps, die Texte scannen können, nach Mustern, wo zum Beispiel E-Mails erkannt werden, Bestellnummern oder Kundennummern, diese aus dem Content rauslesen. Man kann auch Werte generieren, den Code, den Sie alle umgehängt haben, der ist zum Beispiel mit diesem Step generiert worden. Wir können aber auch Daten wieder löschen. Wir haben bereits vergessen Steps, um DSGVO-konform zu sein, indem wir im CRM Daten löschen, das auch wieder ins CRM, ins Studio zurückfließt. Aber auch diesen Step, um ganz spezifisch Daten wieder in einer Story zu löschen, hatten wir zum Beispiel für eine Versicherung, wo wir kurzweilig sensible Daten in einer Story drin hatten. Die durften wir so lange behalten, solange wir die Daten verarbeitet haben, aber gleich danach mussten wir sie wieder löschen und das haben wir mit diesem Step gemacht. Wir haben weiter Logik-Steps, um Staffelungen zu machen für E-Mail-Versand. Wir können mit dem Überlauf-Step Kontingente verwalten für zum Beispiel Events. Zufällig Teilnehmer auswählen. Jeder, der schon mal eine Demo bei uns gesehen hat, wo man Schokolade gewinnen konnte, ist durch diesen Step durchgelaufen. Oder wir können Doublettenprüfungen machen mit Daten in der Story drin. Zum Beispiel nach Nachname, Vorname suchen und auch einstellen, dass das zum Beispiel unscharf geprüft wird, wenn da Buchstabendreher sind und so weiter, dass das trotzdem als Doublette erkannt wird. Wir haben die Platzhalter-Steps, die sehr praktisch sind, wenn man mal so eine Vision hat von einer Story und vielleicht Steps bräuchte, die aber im Studio noch nicht vorhanden sind, dann gestaltet man die ganze Story und kann hier mit so einem Platzhalter-Step einfach mal das visualisieren, was man hier abbilden möchte, indem ich den Step in die neue nenne und so einfach grafisch in eine Story mit einarbeiten kann. Wir haben aber, kann ich verwerfen, noch viele weitere Steps gebaut in diesem Jahr. Wir haben Steps erweitert und neue deren gebaut. Ich glaube, irgendwo der Eschbach Schokogritz ist im Moment mein Favorit. Dieses Step kann zum Beispiel Schokolade versenden. Also effektiv haben wir hier einen Schweizer Schokolatier, der über diesen Service aufruft, dann direkt Schoko Lade getriggert aufs Studio versenden kann. Es geht, im Moment ist sowieso eigentlich geht keine Woche vorbei, wo nicht mindestens jemand bei mir im Büro vorbeikommt und irgendwie eine gute Idee für einen neuen Step hat. Und das ist auch wirklich sehr cool, weil mit jedem einzelnen Step wird Studio um eine intelligente Funktion oder um einen intelligenten Service reicher. Ja, wir sind etwas mit Überziehen, aber wir möchten noch etwas unter die Haube von BSI Studio schauen, was da alles passiert ist. Genau, jetzt haben wir sehr, sehr viel Visuelles gesehen, aber ich möchte doch noch ein paar Sachen hervorheben, die wir an der Maschinerie, an der Engine von Studio im letzten Jahr verbessert und optimiert haben. Einerseits haben wir sehr stark an der Performance gearbeitet. Wir haben mittlerweile Kunden, die Millionen von Kundendaten durch Studio durchjagen. Haben wir massiv optimiert. Neu werden die Daten auch in Partitionen abgelegt, dass wir das auf der Datenbank schön unterteilen können, für jede Story eine Partition, dass wir da quasi keinen Flaschenhals kriegen. Wir haben im Bereich Asynchron und Parallelität gearbeitet. Wir haben es vorher gesehen, alles, was ich im Studio klicke, wird komplett asynchron im Backend verarbeitet. Ich kann als Konfigurator da ein bisschen rumklicken und im Hintergrund hat es 50 oder 100 Worker, die meine Arbeit erledigen und mir irgendwann sagen, ja, jetzt habe ich alles fertig und dann kommt schnell ein grünes Bubbly ins UI nach vorne und ansonsten merke ich nichts davon, dass im Hintergrund eine Riesenmaschinerie eigentlich für mich die ganze Arbeit schön aufteilt und verarbeitet. Data Streaming ist auch ganz ein spannendes Thema.
Wir haben die Anforderung, dass wir Millionen von Daten verarbeiten müssen. Die kann man unmöglich alle quasi en bloc laden und verarbeiten. Das geht nicht, weil da müssten wir riesige Server haben. Das heißt, wir verarbeiten die in Strömen. Das ist ein kontinuierlicher Strom von Daten, der reinkommt, verarbeitet wird, wieder gespeichert wird. Und so sind wir in der Lage, auch Millionen von Daten durch Studio durch bearbeiten zu lassen. Datensynchronisation haben wir verbessert. Wir synchronisieren Daten zwischen Studio und CRM. Und was wir hier gemacht haben, ist beispielsweise, wenn im CRM Kunden zusammengelegt werden, werden die jetzt auch an Studio übertragen. Das Studio entsprechend, wenn die Kunden Teil von Stories sind, darauf reagieren kann. Retry habe ich vorher schon erwähnt. Schritte, die auf Fehler laufen, werden automatisch wiederholt. Das Ziel ist, dass der Administrator da möglichst wenig zu tun hat. Und in selbe geht auch Health Check und Job Monitoring. Wir überwachen Studio permanent. Es gibt diverse Dienste, die man anhängen kann, um Statusnachrichten zu bekommen, wenn irgendetwas im Studio nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und so können wir die Zeiten, bis jemand reagieren muss, sehr stark optimieren. Ja, sehr viele Features, die wir heute gezeigt haben, die sind auf Ihren Wunsch hin programmiert worden. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr viel direkten Kundenwunsch, direktes Feedback aus den Projekten in Studio mit einfließen lassen. Es würde uns außerordentlich freuen, wenn wir auch nächstes Jahr mit Ihnen neue Studio-Projekte machen können. Und ich hoffe, wir stehen nächstes Jahr wieder da und dürfen ein paar coole Features zeigen, die wir für Sie genau für Ihr Projekt realisieren durften. Herzlichen Dank. Applaus